Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit rausgefunden, wie man schneidet. Es kann sein, dass ich jetzt den kleinen Nieser oder wie auch immer man das nennen will, von der letzten Folge rausschneiden werde. Außerdem habe ich mich wieder mal anders hingesetzt, damit es jetzt auch für mich bequemer wird. Ja, denn ich habe jetzt hier so eine nette Rückenlehne. Und das ist doch ziemlich praktisch. Es ist eigentlich keine Rückenlehne, es ist das Sofa. Aber trotzdem, zählt auch. Okay, wir sind drinnen, Leute. Und das war keine goldene Feder wert. Oh, was haben wir hier? Hau den Lukas. Oder wie heißt dieses Spiel? Und ich bin anscheinend... Braucht man nicht dafür sogar? Ich glaube, wir müssen den mit seinen eigenen Waffen... Autsch! Zu uns kommt der nicht, ne? Ha! Wir haben eine Feder. Aha! Nee, das steht da gar nicht. Ah, du hast ein goldenes Blatt. Blatt meinte ich natürlich. Gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nun besitzt. Das steht da jetzt rechts unter unseren Muscheln. Ja. Gut, ein Herzchen, das ist auch Gold wert, auch wenn es keine goldene Feder ist. Rein gehen wir noch nicht, wir... Hihi, andere Seite. Wir erkunden jetzt erstmal noch den Indoor-Bereich fertig. Aua. Ich stelle mich aber auch dumm an. So, wie ging das? So? Wirklich, ich habe da jetzt keine Ahnung mehr. Ah, genau. Yes! Ah, du hast ein goldenes Blatt gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nun besitzt. Steht das jetzt ernsthaft bei jedem goldenen Blatt da? Ey, der hat noch nicht mal eine Waffe. Voll OP. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir versuchen, Turm liegt auf Versuchen, uns ein paar Herzen zu holen. Bisher sind wir nämlich... Lol, was? Hä? Wieso werden meine ganzen Herzen davon ausgefüllt? War das jetzt ein Fehler oder? Okay, keine Ahnung. Gut, könnte ich bitte mal... Okay, das war gerade auch recht seltsam. Ich konnte das Schwert gar nicht mehr entzücken, ja? Also wegstecken auf gut Deutsch. Eine von euch beiden ist echt. Nicht? Ah, warte mal. Die Musik ist halt Schloss Kanalett, ne? Oh, lol. Ah, du hast ein goldenes Blatt gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nur besitzt. Wenn das Ding jetzt irgendwie so besiegbar... Wisst ihr, das wäre jetzt, finde ich, ein goldenes Blatt wert. Weil das hat Schwierigkeitsgrad. So. Hier kriegen wir noch ein Herzchen. Und den besiegen wir doch mit links. Hä? Hat sich angehört, als sei das Burgtor aufgegangen. Nun kommst du leicht nach draußen. Okay, so viel dazu.
Wir haben jetzt schon 3 goldene Blätter. Hier gab es glaube ich nur eins. Wie ging denn das nochmal? Vielleicht mit einer Bombe? Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh, der hatte die goldene Feder. Entschuldigung, das goldene Blatt. Ja. Wir wissen es, jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt fehlt nur noch eines. Und da rechts sehen wir schon den Typen, der es uns geben wird. Und wir sehen aber auch, da kommt man nicht ganz so easy hin. Ja, wir sind jetzt hier über dem Burgtor. Und ich würde mich schon mal auf einen harten Kampf vorbereiten. Ja, die Tür geht schon gar nicht mehr auf. Das ist natürlich echt vorteilhaft. Nee, irgendwo hier ist ein Schalter drunter versteckt. Sagte er. Aber er erinnert sich an das Spiel nicht mehr gut. Auf keinen Fall tue ich das. Oh, Bomben. Soll das heißen? Hä? Ah. Okay, dann. Ja. Ich dachte immer. Okay. Ja, genau, die Bombe liegt immer unter dem gleichen. Irgendwie wähle ich lieber diese aus. Hey, wieso werde ich nie von dem Ding getroffen? Ah. Ja, läuft bei mir. Kann ich jetzt viel dafür. Nun hast du auch das letzte der goldenen Blätter gefunden. Jetzt solltest du noch einmal Richard aufsuchen, wegen des Schlüssels. Okay, ich dachte, das wäre ein Grafikfehler, weil ich habe hier jetzt noch so ein goldenes Blatt gesehen. Also für mich sah das aus wie eines, es war keines. Ups, so. Okay, die Bombe ist weg. Oder woanders. So, wo geht's jetzt lang? Kann man hier irgendwie schnell runter vielleicht? Fände ich jetzt gerade irgendwie ganz angenehm. Ne, geht scheinbar nicht. Wahrscheinlich würde es jetzt voll der schwere Rückweg. Ich weiß auch nicht, ob hier der... Moment mal. Das muss ich ausprobieren. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ich meine, einer der beiden war nicht sprengbar. Doch, war es. Okay, dann war's. Alter, lass mich raus! Oh. Genau deswegen wollte ich es erstmal nicht ausprobieren. Irgendwie ist die Feder voll gut, weil... Ja. Weil mit der kann man so geil ausweichen. Dann schaut euch mal diese OP-Sprünge an, ja. Wow, 2 Herzen. Good job. Oh yeah. Spürst du die Energie? Ja, leider ist sie gleich wieder weg. Und raus geht's. Lalalol. Und das Beste ist, ich habe jetzt schon wieder vergessen. Wo ging es nochmal zu der Villa? War hier, ne? So, hier rüber. Ich finde diesen Diagonalsprung so geil. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, durch Springen kommt man weiter voran. Vor allen Dingen durch Diagonalspringen. Okay. Wir haben jetzt deine... Blätter, ja. Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Truhe hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Ah ja, gut. Ich wollte mich gerade fragen, woher weißt du, was ich suche?
Wartet. Erstmal hier diesen Slimy weg. Bams. Und mich selber weg. Bam. Nein. Yay, du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja, sicher. Hä? Hab ich den Trank gar nicht mehr? Naja, gut. Speichern und weiter. Auch kein Abbruch, haben wir halt 7 Tode. Und die... Alter! Nee, Schwert... Ich bin Pazifist. Schwert ist nicht so mein Ding. Hauptsache nicht das Schwert... Moment, Alter, das machen die auch. Nicht umsonst. Okay, ich hab... Ich glaube, das haben die nur gemacht, um Spieler zu verarschen. Nicht etwa, weil... Hab das Gefühl, wir sollten vorsichtiger sein. So, die Sache ist, ich hätte jetzt ein Lösungsbuch. Ah, diese Scheiße, ne? Wo der Weg drin steht, ich benutze es jetzt aber nicht. Jedoch kann ich mich ganz grob an den Weg erinnern. Ja? Boah, danke. Jetzt kann ich wieder unvorsichtiger sein. Und ich... Wow, Scheiße. Habe den in etwa so in Erinnerung, wie ich ihn hier gerade ablaufe. Muss jetzt nicht stimmen. Aua. Könnte wieder irgendwo ein Herzchen sein. Hey, ich glaube, da ist immer ein Herzchen drunter. Fände ich ziemlich cool, wenn ja. Moment mal, hier kann der Weg aber auch nicht so ganz lang führen, ne? Okay, vielleicht ging es auch hier lang. Kann ich dann eigentlich A noch drücken, wenn ich da so kurz vorm Abrutschen bin? So. Hier vielleicht? Aua. Ja, geschafft. Und hier einfach unter dem Büschel, nein, doch nicht. Mutter der Erde, Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Okay, verwenden wir jetzt erstmal die Schaufel. Der Schlüssel liegt einfach so vergraben. Cool, mit dem Schleimschlüssel öffnet sich das Tor in der Urunga-Steppe. Was für ein Tor. der Witz ist halt echt, dass man noch nicht weiß, welches Tor. Upsa. Ich sollte meine Feder wieder einsetzen. Denn wenn ich in ein Loch fliege, bringt mir die Schaufel gerade mal nicht allzu viel. Ich kann mich vielleicht wieder rausbuddeln, aber das geht auch nur in Minecraft. Okay, ich muss noch einen weiter. Nein, warte mal, hier so war das, ne? Haha, ich bin gut. Und ich habe sogar noch Herzen dazu gewonnen bei der ganzen Geschichte. So, oh, jetzt muss ich mich beeilen, dass ich wieder zurückkomme. So, lalala, nervige Musik. Okay, kommen wir dann nicht mehr. Doch, okay. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder im nächsten Palast. Tschüss.